So, wir werden hier beginnen bei dem Betrieb hier von Herr Zauner und dann bei Hans können wir auch etwas anschauen. Staudinger haben Sie, oder? Staudinger haben Sie. Oh, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo. Da ist das Gras. Also bei mir ist sehr graslastig da, weil ich habe mir mal vor, wie lange ist das aus, wie die Getreidepreise im Bio so in Köln gegangen sind, haben wir gedacht, nur das brauche ich kein Dorf mehr anbauen. Und Humus mehr ist sowieso das Gras einer von den Besten, habe ich mir gedacht, da muss irgendwas möglich sein und durch das bin ich eigentlich schon Gras zusammen vermehren können. Und das ist aber auch viel Gras zusammen vermehren, wenn es steht. Der hat das ganze Bier bevor der Kälte in Soja baut, der hat Anfang Juni baut, also nach der Kälte, das sieht man eigentlich noch viel Entwicklungsunterschied und dann Mais hat auch noch, den hat er noch verbaut, das ist ganz interessant zu denken. Ja, das ist von mir zu sehen. Ich bin, also 2017 habe ich angespielt auf Bio und gleichzeitig auf Dampfkultur. Also ich habe schon 2016 das mit dem Dampflok gemacht, da war ich aber noch konventionell, da hat mich einfach interessiert. Wegen der Erosion, so bin ich eigentlich auf das Ganze gekommen. Weil es gibt sicher viel steilere Felder wie bei mir da, aber anschauen wird es da auch genug. Wenn du nur die ganzen Humus da hast bei deinem Teich, den kann man jetzt wieder ausbaggern, aber das ist auch nicht das Sinn der Sache. Und das hat mir im ersten Jahr schon ganz gut gefallen mit dem Dampflok eigentlich. Und ja, dann habe ich mir gleich gedacht, weil das hat so super hingehabt, mechanisch, da wie ich noch konventionell war, der Soja war genauso rein wie die andere, was ich gespritzt habe, nur viel schöner, weil das pulsant, das tut immer trotzdem mal weh. Da habe ich mir gedacht, das kann ich gleich auf Bio anstellen. Ja, und seitdem funktioniert das ganz gut. Ich muss sagen, wenn ich den Julian nicht hätte, dann war es wahrscheinlich nicht so, weil es gibt viele Betriebe, die haben, glaube ich, auf Bio angestellt und da gibt es halt dann das, die eine oder andere Missernte oder dass man von der Fläche gar nichts hat. Ich muss sagen, da bin ich großteils verschont blieben. Das muss ich auch Julian zugute halten, weil nicht mehr, wenn ich nicht mehr weiter gewusst habe, habe ich die angerufen. Wie wann du das selbst tust, wenn dich ja jeder anruft. Aber ja, danke an der Stelle mal. Okay, ja. Willst du was sagen oder sind wir. Ich weiß nicht, was ich jetzt. Ich hab keinen. Also, ich habe alles auf 60er dann, das kann ich auch noch sagen. Erstens einmal. Ich brauche nicht irgendwie anbauen. Zweitens, ich habe breitere Hockfusterreifen, weil die Traktoren trotzdem immer schwerer werden. Ich bin breiter, weil ich auf 4,20 m gefahren bin, über 3,60 m. Das macht auch was aus, wenn man ein wenig mehr zum Hocker hat. Es ist einfach mehr Damm, weil wenn man einen 60er Damm gesehen hat und einen 45er, das ist der 45er, das macht mit den Gruppen auch, sage ich, wenn du nicht gescheit einimmst hinten, dann 60er Damm, da ist halt schon, da hat es schon mehr Damm-Effekt. Und es ist eigentlich, man sieht es immer wieder, wenn der Boden passt, dann hast du dasselbe wie wenn du das gerade baust oder 45 macht dann eigentlich. Das ist egal. Du kannst länger hocken eigentlich, du beschädigst weniger Wurzeln. Mir gefällt das einfach von der arbeitswirtschaftlichen Seite auch besser natürlich. Im ersten Jahr habe ich hin und her gebaut, 45, 60, das ist. Es geht, aber ist halt. Ja. Ohne ist schöner. Was gibt es nur zu sagen? Wir haben da 50 Bodenbanken circa. Ja, relativ schwere, kalte, nasse Böden, also da ist alles drainagiert. Weil da ist halt, sind viel so Schlierschichten, wo halt dann die Böden rauskommen. Also ich muss sagen, umso schlechter der Boden, umso besser ist er jetzt. Entweder da wächst es jetzt am besten und liegt zum Teil, weil es einfach, entweder hat sich das bei den letzten Jahren, wo man noch, wo es nicht so schön war, hat sich da was abgebaut, was man jetzt abbauen kann. Oder ich glaube einfach, dass das die Luft ist da vor allem, weil da ist sehr tonig in dem Feld. Das ist jetzt, war früher eine für die schlechteren Stellen, jetzt ist es eine für die besseren Stellen. Solange der Ton, wenn der Drucker bearbeitet wird und der Luft kriegt, das ist ein sehr guter Boden. Ja. Ja, eigentlich in die, das wäre geworden, ist es so am schnellsten, die Dampfkultur zu zeigen, dass die positive Entwicklung. Eigentlich in dem Lemmy geworden ist, wo am trägsten ist, so die Struktur zu
Ja, die ganz lahmigen Stellen, die dann nach wie vor wegen. Naja, hilft mir eh. Da habe ich die 9 Hektar aus Monza und da habe ich die ganz schlechten Stellen bei den ganzen Tag kombiniert, weil dann brauche ich mich nur auf einer Frucht ärgern. Und ja, wo halt der Boden kalt und grob ist, da wächst das auch den Monat auch nicht so, sag ich mal. Und da ist es halt immer schwer mit Aufgeben. Halt, das ist, ich fahre generell, ich habe alle Maschinen eigentlich hergegeben. Ich habe keinen Geisling mehr, ich habe keinen Gruppen mehr, ich habe keinen Flügel mehr. Und ich glaube, dass das. Und ich mache da keine Handarbeit nicht. Ich tue das auch nicht häckseln, wenn da irgendwas schief ist. Dann
ist wieder keine Märchen, so wie es ausschaut, so schaut es aus. Ich glaube, dass das oft früher ausschaut, was ist, und ich bin mir sicher, dass der Mond finanziell sicher passen wird und nicht irgendwas daherkommt. Das ist wegen Rennfahren drin ist oder nicht, das spielt da eigentlich, glaube ich, gar keine Rolle mehr. Oder wegen Weihgas steht auch vom letzten Jahr. Lass dir das Glas reinigen, was im Mond ist. Weihgas steht. Der Mond ist so klar, das Weihgas ist relativ groß, das ist ja schon ein Kernel. Das wird kein Problem sein. Witzig ist auch, da ist einmal irgend so ein Bock. Händler, weiß nicht. Der ist mal vorbeigefahren, hat mich dann angerufen. Also anscheinend gibt es da viel Bedarf, also Gemüse oder Backsachen, weil da ziemlich gesucht, also da ist mit dem Bio bereit. Der Baum, der Baum. Ist blau, Mann. Ja. Ich habe heuer im Frühling angefangen und schon gemerkt, wo wir die Dämme nicht sauber haben, ich glaube, das ganze Punkt sind. Ja. Wie tust du beim Dämme anlegen? Lieber vor dem Anbauen einmal mehr statt nachher, weil nachher ist dann wieder nur so ist der Chirurg sein und dann noch große Pflanzen rausholen, das ist einfach schwer möglich. Da fahre ich oft, ich baue die Begrünung schon quer an, wie ich nachher aufbaue. Also ich baue so an, die Begrünung baue ich dann so an, dann mache ich die einmal flach und wenn dann drüber steht, fahre ich nur mal quer und dann ziehe ich die Dämme und dann ist da reiner Tisch. Dann kommt dann Anlegen überlappe ich nicht, weil ich fahre mit RTK, aber das ist eh nicht so das Thema, weil das. Wenn sie mal die Spende öfter, dann lenkst du das selber und das haut auch hin. Wichtig ist nur eher, wenn du breit fahren, nicht schmal, weil sonst das tut einem schau, wenn du dann die Wurzeln aushackst, wenn da dann zum Beispiel nur 40 cm Abstand ist im Anschluss. Das ist blöd, wenn es sinnig ist. Aber das ist, ja wie gesagt, vor dem Aufbauen schauen, dass du rein bist, dann ist die Karriere schon geschehen. Und ich finde, der beste Zeitpunkt fürs Umstellen ist im Sommer, weil ich habe letztes Jahr 8 Flächen dazu gehabt. Ich habe im Frühjahr das erste Mal auf Damm gesetzt. Das ist ganz anders wie die Flächen, wie ich da angefangen habe. Da habe ich mit dem Ortsgrächen einmal mit Stiftdrucker dann 90 Dämme gezogen in der Begrünung. Da startest du im Frühjahr gleich ganz anders, wie wenn du da jetzt neu anfängst. Weil du reißt einfach viel Verdichtungen aus sonst und das ist schwierig dann da vernünftig zum Sehen dazu zum Hocker. Das kann ich nur sagen. Ich habe nur winterharte Sachen und eher Sachen, die klar sind, weil dann habe ich erstens einmal, es wächst immer was bei den warmen Winter, so wie es ist, und im Frühjahr wächst auch schon was. Ich finde mir, dass das im Frühjahr dann ein wenig trotzdem schon Wasser braucht, wenn man so nass schmiert, weil Wasserfahren ist tödlich, sage ich einmal. Und wenn ich da jetzt irgendwas abfrosten ist, aber ich so viel Stroh da ist, was nur schoppt im Frühjahr, dann habe ich nicht viel. Ich baue eigentlich Rübsen, Ölrettich. Viel Kreuzblütler, weil eben viel Gras in der, oder Getreide in der Fruchtfolge habe ich da, dass ich da was anderes hinbringe. Leguminosen, wenn es geht, weil ich weiß oft nicht, baue ich an Soja oder Mais, das ist halt, da baue ich auch nicht, dann tue ich Wicken dazu, aber hauptsächlich baue ich Rübsen eigentlich. Das gefällt mir, das hat mir bis jetzt immer gefallen, wenn ich dann im Frühjahr geschaut habe, wie die Krümmelstruktur ist, die passt auf die Rübsen oft. Aber wie gesagt, ein wenig Ölrettich, Sommer rapst du ja hier und da dazu, dass du im Sommer ein bisschen was wächst, zumindest im Tee. Ja. Grünschnitt trocken? Grünschnitt trocken tue ich auch. Ja. Wie schwer dann wegzukriegen? Das ist nicht so schwer, aber ich habe so viel Gras in der Fruchtfolge, da will ich nicht nur dann als Zwischenfrucht auch noch irgendein Getreide oder so. Genau, das ist auch so. Ich möchte nicht, ich will wieder weniger Getreide Mais am Teil haben, aber es ist halt gerade so, dass ich glaube 80-90% habe. Und da will ich, das habe ich aber ein Jahr jetzt und dann wieder weniger, weil das ist einfach trotzdem gefährlich, dass man sich da die ganzen Krankheiten zieht und was weiß ich noch. Und das Soja funktioniert ja auch super, wenn man Soja habe ich auch jedes Jahr und das geht ja auch. Auf Daumen ist das eigentlich, ich habe nie Angst, dass wegen Farnkraten eigentlich, muss ich sagen. Das ist, man denkt irgendwie anders, kommt mir vor. Hast du die Sandpoppe nie gehabt? Nein. Bei dir? Nein. Ja, so wie gesagt, ich habe zuerst gesagt, ich tue händisch nichts korrigieren, außer Ampfer und so Probleme und Kräuter. Weil bei Ampfer, das, den darf ich erstens mal nicht haben. Und wenn ich da beim Hocker auch pflanzen sehe, ich auf dem Tag den Boden, den stiche ich aus, nehme ich mit. Und dann weiß ich, dass der Wecker ist. Weil wenn ich da. Wenn du dir einmal ansammt, das übersiehst du schnell, dann brauchst du dann nicht mehr händisch anfangen.
wenn ich jetzt am Hektar, sage ich einmal, auch Pflanzen habe, dann ist das keine Arbeit, nicht, dass ich das beim Hocker mit ausstiche. Oder von so her sieht man auch öfter die. Ja, da ist man nicht ein. Aber das, was man so ja immer das Problem ist. Ja, das ist giftig. Giftig ist auf jeden Fall, was beim Speisesäuer ein Problem ist. Das weiß ich aus und nehme es mit und dann. Das sind ja nicht viele Pflanzen, aber man darf es nie aufkommen lassen. Das Sandpapier, die sind schon nennen. Wie hast du es geschafft, dass es nur was nimmt, da habt ihr ganz Kind nimmt? Ich weiß nicht, wo man da ist. Dann wirst du nicht mehr hören. Müssen, ich muss auch sagen, meine Eltern, die haben die Fruchtfolge für intelligente Faulen gehabt, die haben 50% Wurz und 50% Soja gehabt. Wir haben also schon 15 Jahre keine Wurm gehabt, früher haben wir 3 Hektar gehabt. Auf 75 Hektar, da hast du gar nie viel Wurm, Mais haben wir nie gehabt. Also wir sind da ist nie nass gefahren worden im Herbst, weil Soja bis da Mitte September meistens weg. Und das merkt man jetzt schon, also ich habe auch fast keinen Anverdruck nicht und die ganzen Probleme gehabt, da habe ich nicht wirklich. Das erste Jahr. Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich glaube, so gut wie der Raps wird schon sein. Bist du da wieder nicht zum Hocker gegangen und dann arbeiten? Ja, das muss man wieder sagen, das ist das Gute am Gras, weil es macht einfach so eine super Krümelstruktur, auch wenn da die Grasbuschen waren, die schauen zwar, das schaut oberflächlich grob aus, aber du hast so viel Feinerden, die was wirklich eine super Struktur hat, den habe ich wirklich mit einem halben Zentimeter oder zum Teil oben ring drauf, ganz seicht eigentlich. Und das, wie gesagt, das Wetter hat auch passt im Herbst. Wie viel hast du gebaut? 2. Das ist, ist ein wenig dick genug, aber es war. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht und habe eher ein geglaubt, dass ich dann schärfer Hocker kann, dass ich ein wenig spaßig habe. Und so Sachen fahre ich meistens mit Drähte und Paddel verwende ich dann meistens beim Mais und Soja. Da habe ich, hab ich mehr Feinherden und mehr Erden, die was locker ist, die kann ich besser mit den Paddel korrekt einstellen. Im Frühjahr ist es ja meistens so, dass die Stadt ziemlich niederbledert ist und da reißt es einmal ab und dann hast du eh so Kopfgern oder da fahre ich meistens nur mit Drähte und Kröndel. Ja, nur mit Krendel beim ersten Mal. Ja, wenn es geht, schaue ich, dass ich die ganzen Wetterungen zweimal hocke, einmal in die Richtung, einmal zurück und dann ist es dann nochmal eher fein. Was hast du da für eine Sammaschine drauf? Ich habe eine APV drauf. Zuerst habe ich eine Reform gehabt, weil man, das ist aber dann nicht gut gegangen, weil ich dann auf 4,20 Meter gegangen bin, dann rennt es nicht mehr gescheit rein. Wenn man eine APV kauft, ist auch nicht das Gelbe von euch. Jetzt war ich wieder vor, wenn ich die Reform auch hier und da hätte. Weil halt das Traum trotzdem anfällig ist, wenn es halt nur beim Soja bauen, dann verstopft sie sich wieder und du sollst über das gleich sehen, weil dann weißt du nicht, wo es verstopft war und das schaut dann schon schier aus, wenn du dann 1,20 Meter nicht stehen hast. Das ist passiert mit der Reform nicht. Die baut den Soja sicher besser. Aber für die ganzen Feinsämereien ist er schon super, muss ich sagen, weil ich brauche nie was strecken und ich baue ja Gras, ist eigentlich zur Feinsämereien beim Mond im passt. Passt, glaube ich, ein halbes Kilo auch ganz leicht auch. Ja, das ist ja super. Ich werde mir wieder irgendeine Kostensaumaschine zulegen, weil das einfach vertraut. Ich denke, Winterhaben habe ich auch, das ist, da ist eine Kostensaumaschine sicher besser, weil das musst du mir Angst haben, dass sie sich verlegt. Ja, du machst die ganzen Reihen zu, bis auf die 4, 5 oder was? Bei der Kostensaumaschine? Ja. Nein, da habe ich, das sind nicht 4 Abläufe pro Seeschwer. Da hast du 24 oder 25 Hocker, aber 3 Metrige, da verwendest du 24 oder bei einem 60er Damm 37, 21. Also dann ist es wie Saugstärken, als wenn du da Freizeit aufgängst oder reduzierst du die Saugstärken? Ich hab schon dieselbe Saugstärken, ja, wie auf Freizeit. Und das stehe ich auch, dass das an und auf ist, weil wenn das in der Reihe dicht steht, wie das andere bringst du weg. In der Reihe sollst du schon stehen. Ja, du ziehst praktisch 4 Rillen und dann fährst du dran, oder wie? Ja, 4 Schleichgänger in A schon rein. Ja. Genau. Den Mais baust du jetzt? Kannst du vorstellen? Nein, den habe ich mir eine Maschine angebaut. Kann man sich, steht jeder drin, kann man sich auch schauen dann noch. Weil beim Mais bin ich auch echt auf der Einzelkrone.
Joblage ist stark besser. Du bringst einfach einmal schön wirklich aufs Feuchte, weil du hast das Gewicht von einem Sehkörper hast. Du hast in der, auf der Schau drauf, da gibt es kein Struppen Link. Ja, und schauen wir mal. Das ist so eine Logistik mit den Anbauen in der Liga. Wenn ich auf 45 fahre, brauche ich relativ schmale Reifen und ich habe relativ einen großen Hochcontact-Traktor, da habe ich 380er Fliegereifen und da kann ich beim 60 dann noch schön fahren. Und ja, durch das bin ich eigentlich auf den 60 dann gekommen und wie gesagt, das ist einfach die naja, für den Mond, da schreckst du mehr an, schade, was ein Rad abfahren. Aber wie gesagt, das spielt im Endeffekt, der Ertrag ist eigentlich dasselbe. Wenn du dasselbe Feld machst, eins flach oder ein 45 oder 60, und du wertest das aus, das habe ich beim Sui auch einmal gemacht. Da war ich sogar beim 60er ein bisschen besser. Aber mir gefällt es einfach auf die kalten, schweren Böden besser, weil du kannst mehr, bringst mehr Luft rein. Aber grundsätzlich bei dir ist es wegen praktischen, weil mit der Ausstattung halt das ist. Reifen, ja. Dann macht schon Sinn. Ja. Haben wir schaut, da habe ich auch kalt gestrahlt, weil ich einen Raps abbauen wollte. Der Mond ist da schon sehr empfindlich. Wenn man weiß, wie ich kalt gestrahlt habe, sehe ich die Spuren schon noch genau. Und auch jede kalte Stelle, die Rücken da drüben, da ist er halt eher so bis so. Wo der Boden normal ist, ist er so. Oben ist ein Plateau, da ist auch der Boden gut, da ist auch schön. Aber im Schnee wird das sicher passen werden. Das ist meine Vermutung. Abstand halten bitte, wenn ich lerne fünf. Wenn wir da ein wenig reinschauen. Ich sage mal, 50% vom Feld sind so und 40% vom Feld sind, sage ich mal, kalter Lahmboden, so wie da vorne ist Rio. Man sieht es eh ganz deutlich. Da hat einfach das Gras den Mond überholt, weil das Gras kommt mit den kühlen Bedingungen einfach besser zurecht. Aber so bin ich wirklich ganz zufrieden. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Baut irgendwer ein Mona? Bio? Ja, das ist ein Wettermann geworden. Mhm. Hat schon irgendwer mal einen geerntet? Was trifft man da so? 500? Ja, mit den rechten die auch im Schnitt hoffentlich. Ja, man muss, wenn, man sich, wenn ich sage, ich zähle nur 5 Hektar, dann bin ich wahrscheinlich drüber, aber ich liege mich selten nicht so gern an. Also ich liege mich nicht gern selber auf. Da zähle ich schon 9 Hektar dann und was Kilo rauskommen, weil so ehrlich muss man sein, weil es bringt mir nichts, wenn ich 1000 Kilo habe auf 5 Hektar und auf 5 Hektar gar nichts. Der Durchschnitt zählt. Also reine Ware, ich weiß nicht, ob sie ausgeht. Da, du! Aber kennst du nicht, vielleicht. Wie gesagt, ich habe gar keine Erfahrung. Das ist einfach mein, es war mein Ziel, dass es 500 Kilo wären. Was schätzt du, Josef?
Wer kauft sowas her am Abend? Naja, ich hab das jetzt einem Händler gegeben. Der wird auch irgendwas verdienen damit, aber anscheinend DZG sucht glaube ich auch Mohn, was ich gelernt habe. Also ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht ankriege. Wenn die Reinheit passt, glaube ich, darf das kein Thema sein. Das kostet jetzt Reining ein bisschen was, aber das bin ich von Grassam gewohnt. Dass man da gleich bei ein paar Hundert ist am Hektar, aber ja. Ja, und ich habe vor, dass ich heuer wieder einen Monat baue, aber nicht mehr nach dem Grassam, nach dem Winterhafen. Weil der Winterhafen, der lässt auch super eine Gare zurück. Und das mit dem Gras ist einfach. Das, da brauchst du irgendwas im Frühjahr, weil so wie das Wetter jetzt, das, da gibt es Gras auf. Mais und Soja, das wird da passen. Weil die 30 Grad Tag, das ist nicht kein wüchsiges Wetter für ein Grasal. Und der Mais und Soja pfeift da davon. Wie viel habt ihr in dieser Kopfzeit noch? 5. Ja. Ja, wie gesagt, da war so das Problem wirklich mit der Erosion, weil das ist, geht 400 Meter auf wieder und da kommt halt alles runter. Und seit man auf Dampf dann hat es nie wieder angeschwappt dabei. Also das funktioniert schon. Ja, das bringt, wenn ich da quer baue, dann rennt es dort zusammen und dann rennt da ein gescheiter Bach runter. Aber dort ist zum Beispiel ein Seitenhang, was ich habe. Und egal ob ich da Mais oder Soja habe, von Hocken her geht das. Ich stelle auf der immer stelle ein und dann an dem Seitenhang kommt entweder stelle die Drähte ein bisschen zurück, weil es sich runterzieht. Aber meistens geht es mit derselben Einstellung. Weil das hat mich auch schon oft wer gefragt. Es ist nicht der ärgste Seitenhang, ich glaube da gibt es steilere. Aber wenn man dort fährt, dann denkt man sich schon, wie das eigentlich geht, wenn die Unterlenker frei sind. Da ist halt oben Rücken los. Ist Maria Lau da oben, gell? Da drüben ist Maria Lau. Links oben. Da kommt nur der Wald. Ja, dicht mehr dahin. Hm. Gut, gibt es irgendwelche Fragen da dazu oder möchte irgendwas wissen? Dann schauen wir uns einmal Gras an. Mhm. Was da auffällt, für das, dass ich eigentlich einmal. Ich wollte da noch einmal anhelfen, aber es ist trotzdem da relativ locker, muss ich sagen. Rein. Ausfuhr und Gläser vom Herrn ist auch nicht ohne. Hm. Was? Nee, das ist eh blöd, weil. Und der Tisch durch der Stripper, wie erntet der eigentlich? Der zupft die Ehrenhofer. Der zupft nur die Ehrenhofer. Ja. Und ist auch beim Gras optimal, oder? Nein, beim Grasbau mit normalen Schneidwerken. Das ist eher wie so Lein, Hanf. Blüten, Getreide kann man es nehmen, aber das ist bei uns eher nicht so, das wird bei den Direktsabbetrieren gemacht. Und dann habe ich so ja unten drauf, oder? Nein, du kommst jetzt nicht so tief rauf. Das ist aber neue Getreide ganz gut. Nein, das ist glaube ich zahler. Die Stapler kann ich stehen. Trocknen tue ich mir selber, ernten tue ich mir selber. Wenn es wieder passt, wird kein Problem sein. Das ist ungefähr nächste Woche von Ernten. Das ist ein wenig zwiezeitig, aber das ist meistens, wenn es so schnell herheigt, dann mit den 35 Grad Tag. Das habe ich letztes Jahr in den Soja reingebaut. Also da habe ich Soja angebaut. Am 1. Mai war das letztes Jahr. Und am Anfang Juni habe ich dann das Gras angebaut, ein paar Zentimeter daneben. Ja, und dann ist es aus. Dann ist es aus mit Hocker. Dann heißt es warten und zuschauen, wie es wird. Da kann man schon mal instauen, Tiersee und so weiter. Aber es ist halt ein wenig ein Spagat, weil wenn du Gras abbaust, Gras, dann wird es Gras nichts, weil der Soja dann, der macht dir dann trotzdem mal schnell zu. Wenn du zu bald abbaust, kannst du nicht mehr hocken. Ja, dann habe ich den Soja, glaube ich, Ende September droschen und dann habe ich ein bisschen früher nichts da. Weil es einfach immer nass wird. Weil bei der Ernte schon nass. Da hat man auch die Vorspuren dürfen wir jetzt auch noch, wenn man es weiß. Und halt
In der Nost war es generell schwierig auf nasse Felder. Und im Frühjahr habe ich es dann zweimal gehackt. Das war auch relativ seicht beim ersten Mal, weil es noch relativ kalt war. Aber das wächst einfach, ein Gras wächst ja relativ bald weg. Das ist ja mit der Gersten oder nur wegen früher, sage ich. Ja, hat sich dann schön zusammengewachsen. Die Sachen, was da sind, sind eh nicht gefährlich. Das ist sowieso weg nächstes Jahr. Das ist ja, das bleibt ja nur ein Jahr stehen. Perfekt, zufrieden. Wie viele Jahre groß sind Trockenen, hast du Erfahrung? Trockenen habe ich erst letztes Jahr, weil da habe ich das gebaut. Da haben wir 31 Grad. Da habe ich nicht schwarzen müssen letzte Woche, weil da habe ich schon was gedroschen. Das ist praktisch. Im Sommer brauche ich da generell nicht viel Harzen, wenn man die Luftfeuchten nicht passt. Das ist alles auf 60er Damm auch wieder. Das ist jetzt beim Start. Das ist eine Wiesenschwänge. Erstes Jahr, dort oben haben wir ein Knallgras, das schauen wir sich als nächstes an, das ist im zweiten Jahr. Da sieht man dann schon, da sind die ganzen Sachen wie Kamühen und so weiter, Windhelm, das ist alles dann kein Thema mehr. Und Ampf, wie gesagt, muss man einfach, die paar Pflanzen, was sind, die muss man einfach händisch da hinten sein. Mit wie viel Feuchtigkeit regnet es, dass das nächste Woche frischt? Das weiß ich nicht. Der Regen darf nicht mehr rein, darum frisst er nächste Woche, weil sonst ist es vielleicht in 14 Tagen auch rein. Ja, aber er möchte eigentlich schön, aber es kann halt jeden Tag wiederkommen. Das ist schon frisch. Die Tore versichert? Ja. Gott sei Dank. Es wird immer was zahlen. Ja, beim Gras ist es eigentlich so, das war fast, wenn das ein wenig liegt, war es fast schöner zum Dreschen. Das ist heuer, heuer ist es eh nicht so hoch, was ich eigentlich witzig fand, weil es weder eigentlich im Mai passt hat. Letztes Jahr war das um 20 cm höher. Und da ist halt schon eine gescheite Matten, was da in der Risch reinkommt. Wenn es wegen liegt, dann tust du gleich leichter natürlich, wenn es da nur 2 Meter Pflanzen reintrischt, ist ein wenig schwer, wenn das steht. Schwadlegen, oder? Ja, ich trische den Stand weg. Da fällt mir die Technik, dass ich auf Schwad lege und dann mit einem Pickup aufnehme, weil das nimmt sonst kein Geld, wenn ich investiere. So ehrlich muss man sein. Wenn das wäre hart, ist das sicher gut, weil das dann. Weil sonst das Gras ist ja so, dass das eigentlich von oben her zeitig wird, weil das will sich ja vermehren und fällt einmal was aus, dann fällt es einmal Regen so quasi, dann fällt ja, sag ich mal, nicht den letzten Tag aus oder sowas. Das geht schon besser aus wahrscheinlich. Und das ist relativ schwer, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Schwängeln nicht so, aber das ist die andere Geschichte. Ich habe es ja gedacht, dass das ein schwieriger ist. Du hast das beim Hocken. Ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, ich sage jetzt zum Beispiel beim Getreide, da habe ich früher auch mit Großprobleme gehabt, konventionell. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das Gras hat das Hocken überhaupt nicht mehr. Also das ist eigentlich von Haus aus weniger geworden. Da muss es aber da halten. Also passt da auf mit den Drähten auch, dass das meine Beobachtung ist, dass Gras eigentlich am festen Boden will. Ja. So, aber sobald es einmal steht, kannst du schon ein wenig anwühlen. Weil das hat natürlich so wie beim Rohr im Frühjahr, das hat ja schon eine gescheite Wurzeln, da machst du nicht gleich was hin. Aber wenn du das anbaust, ist es sehr schwierig, wenn du in der Lockerbodenwirtschaft das anbauen willst, weil es einfach, das fällt dann ein wenig, ich fahre wirklich ohne Druck rein und so, da brauchst du halt wirklich, ein wenig Regen ist nicht schlecht, wenn du das anbaust. Ich habe das Gefühl, wenn das zeigt, zu viel Luft hat, dann... Nein, das magst du quasi nicht. Da gibt es so zwischen die Gräser auch Unterschiede, was ich schon gesehen habe. Ja. Aber Luft generell mag es schon, aber es mag es nicht, wenn du da so über die Wurzeln umeinander trägst. Das passt dann da auch, dann hebt es fort. Doch, ja. Das bleibt stehen. Wie lange hängt das? Ja, das nächstes Jahr nur mit. Zweijährig, oder? Ja. Und dann baue ich wahrscheinlich. Heizen muss ich nur mit dem Herbst schneiden. Das tue ich zweimal sicher mulchen. Nächstes Jahr war es zweimal. Ja, ich brauche kein Futter nicht. Und da, wir haben es auch probiert, dass wir mit einer Schwadzusammenführung machen und das. Der hat mehr Schaden gemacht, weil dann das, die Auflage passt ja nicht, dann liegt so viel Gewicht auf ein paar Rohren auf und dann reizt, dann geht es da in die Erden rein, erst einmal aus der scheißliches Futter und zweitens mal aus lauter Stühlen, wo dann nur Ungarn kommt. Das, und das für ein Produkt, was dann im Endeffekt wo ich nichts verdiene, sage ich mal, für mich. Das ist halt, da tue ich lieber mulchen, da baue ich auch noch im Boden ein wenig auf, weil so ein grün, also ein Rasenmulch, das wirkt ja Wunder, wenn du das von Rasenmann irgendwo hin tust auf ein schlechter Stuhl, wenn man das beobachtet hat schon. Und da habe ich mir halt beim Mulchen auch sowas gemacht, dass das Mulch da und legt so ein Tal an, dass es nicht alle das Gras abdeckt. Aber das Gras halt sehr, sonst das trotzdem abdeckt. Aber das war halt ein wenig schlecht von mir. Ja, dann sind wir weiter.
Ja, da ist es relativ warm. Ja, aber dass man schnell wieder schauen kann man. Ja, das kann ja nicht mehr beeinflussen dann, oder? Kann ja nicht mehr ausdünnen. Das wird ja von selber immer dichter. Dem konventionellen Fungizid und so weiter, das ist ja viel länger grün wie das. Aber Bio Mori war das eigentlich, dass man wenig Aufwand hat. Das ist quasi eine Verdiene, was jetzt erst nicht ausliegt. Ja, das ist der Knall, was im zweiten Samen im ganzen Jahr. Null oder drin? Du willst was sagen? Ja, ich. Was ist deine Meinung zu einem Gras? Bitte? Was ist deine allgemeine Einschätzung zu einem Gras? Wie siehst du das Gras auf Damm oder in der Fruchtfolge? Ja. Oder? Also ich sehe wirklich eine ganz positive Sache für den Wollenabbau. Und das kann man eigentlich im Boden auch hingehen oder so. Ja. Also, weil da wenn zwei Jahre so stehen bleibt, also das heißt, 2 Jahre, die ist fast nur Bodenabbau. Ja. Und der Gras ist die Gräser sind die besten Humifizierende. Das gehen wir eigentlich auch nicht auf, weil das bauen sie so viel mit rein. Vielleicht von oben, ja. Also die ist wach geworden. In der Ukraine. Ja. Anscheinend sind es entstanden durch Gräser. Ja, nicht ganz. Durch die Regenwürmer. Ja. Okay, aber. Gras alleine ist es nicht. Da Gräser. Gräser, was da gewachsen ist, was wieder ein Teil gefressen, andere Teil vielleicht nicht. Und da natürlich, das ist, was du auch beobachtet hast, wie ich verstanden habe, dass viel mehr Regenwürmer jetzt sind. Zwei, drei Jahre. Ja, also mein bestes Feld von der Regenwurmbesatz ist das, wo ich seit 3 Jahren Gras stehe habe. Also heuer die dritte Ernte. Das ist da hinten noch. Wenn du da reinstichst, du kannst gar nicht so blöd reinstechen, dass du keinen Regenwurm erwischt. Und vorher war es so, dass ich eigentlich gar keinen gesehen habe, weil wenn man hochgeht, da siehst du die auch schön. Wenn ich woanders gehockt habe, die was gemisst haben und so, da siehst du
auch Regenwürmer, aber bei uns, wir haben schon ewig keine Viecher nicht. Da haben wir keine Regenwürmer mehr gesehen. Und das hat mich schon beeindruckt. Und auch wenn du das einmal so einen Grasstock ausstechen willst, da ist die. Wenn du den ausstechen willst, dann bist du eben am nächsten bei den 6 cm daneben, weil das einfach so ein dichtes Wurzelnetz hat, du kriegst die Erden gar nicht runter. Das ist schon beeindruckend, wenn man sich das anschaut. Und das gefällt mir schon sehr gut am Gras. Die Feinverwurzelung. Es ist immer grün, sobald man das frisch, das war letztes Jahr nach einer Woche wieder 10 cm hoch. Ja, schauen wir mal. Ich bin, wie ich umgestellt habe, habe ich bei den Humusaufbauprojekt bei Keindorf mit da und die haben gemeint, durch das, dass jetzt gehackt wird, der Humus weniger, aber wir haben 1,8% Humus auf halbe Strohrest und so weiter, also kann das auch nicht der richtige Weg gewesen sein, weil 1,8% ja, irgendwann, ich weiß nicht, wie weit das so geht, aber ich glaube, dass es nur bergauf geht, auch ohne. Und das macht, glaube ich, auch die Bodenaktivität aus. Ich bin gespannt, weil die kommen in, glaube ich, 5 Jahre oder wann es einer sagt, zwischen 3 und 7 Jahren. Und dann werden sie kontrollieren, ob es mehr oder weniger geworden ist. Ich habe 30 Hektar habe ich angelegt und 7 Hektar habe ich geerntet. Also im nächsten Jahr habe ich 35 Hektar angelegt und 10 Hektar geerntet. Also da tut man nicht viel abbauen, wo man nicht erntet. So ehrlich muss man eh sein am Anfang. Ja, und wo man es anlegt, nach einem Draht, in einem Soja, in einem Mohn, in einem Silomais habe ich das letzte Jahr, das steht da oben, das hat auch funktioniert. Also im Bio ist man ja da eigentlich sehr flexibel, weil man eh keine Herbizide einsetzt. Ich bin nur auf der Suche nach der idealen Kultur nach einem Gras. Also wenn da wer eine Idee hat, kann es gerne sagen. Pferdebohnen schon probiert? Pferdebohnen? Nein, ich habe in der Zeit umgestellt, wo die ziemlich schlecht von Ertrag waren und preislich auch nicht so mächtig. Sie sind zwar eine super Kultur, finde ich, aber wenn halt nichts überbleibt, dann strichst du einfach. Wie groß sind Pferdebohnen? Ja, das habe ich im ersten Jahr auch probiert. Hat aber auch nicht so funktioniert, bei Pferdebohnen dann trotzdem schnell wächst, was Gras noch relativ, das hat ja so eine langsame Jugendentwicklung, das ganze Zeug. Da musst du Pferdebohnen relativ dünn bauen, dann hast du den, dann musst du wieder, dann ist es wie beim Soja, dass du beim Hock auch dahinter sein musst. Das habe ich dann gleich auf Soja umgemünzt. Ich habe so ziemlich in alles schon mal eingebaut, in der dritte Kale, noch eine dritte Kale. Ja. Es kommt mehr aufs Jahr drauf an, ob das was wird, glaube ich, hier in die Kultur. Letztes Jahr, wo es immer geregnet hat, war das ein gutes Anlagejahr. Heuer ist schon wieder schwierig. Das, was ich vor 10 Tagen aufgebaut habe und das hat jetzt nie drauf geregnet, das bin ich gespannt. Du kannst es nicht aufs Feuchte bauen, weil es Gras so ist, ja nur eigentlich oberflächlich anlegen. Aber ja. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man mit der Darmkultur eigentlich viel Spezialkultur machen kann. Weil wenn du dann einmal hackst, da hackst du halt dann einmal alles. Weil wenn du alles auf 60er Darm hast, die Einstellung passt hübsch bei allen, da stößt du halt nur mehr einen Draht da, ein wenig weiter zu, wieder ein wenig gar nicht. Also das ist schon, da habe ich glaube ich ein konventioneller Märzen da. Ich meine bei Spritzen, da hast du einfach alles dasselbe dann. Aber wenn du sagst, so wie beim Mohn, ich habe den Mohn mit derselben Einstellung gehackt wie da.
Da kannst du wirklich warten, eigentlich, bis das trocken ist. Das finde ich, das ist am wichtigsten, dass man wartet, dass es trocken ist. Und dann muss man halt einmal nicht so viel schlafen und ein wenig mehr hocken, weil da geht eh was weiter. Wie kann auch. Bei denen fahre ich meistens so 7 bis 8. Beim zweiten Mal vielleicht dann 9, wenn es ein wenig traurig ist. Und beim Soja-Mais fahre ich beim ersten Mal meist so 5 km/h gefahren und dann beim zweiten Mal fahre ich auch schneller, weil da ist dann nicht mehr. Beim ersten Mal ist es ja meistens so, da verschlemmt es ein bisschen. Dann musst du die Krusten brechen und wo es beim Soja heuer war, der war dann gerade ums Rausgekommen. Da musst du langsamer fährst, dann ist es schon genauer, muss ich sagen. Ja, dass mehr Zeit das anbricht. Ja. Also wieder das weniger schneidende Wirkung. Ja. Das muss ich auch sagen. Da kannst du mit den Dammbauten, da kannst du mit den Leuten, die ganze Grund auf Dämme bauen. Da kannst du mit denen. Das ist eh auf Dämme. Das kennt man schon gar nicht. Das ist auf Dämme. Das ist alles auf Dämme bei mir. Das kennt man schon gar nicht. Er hat keine andere Maschine mehr. Du nimmst ja keinen Pflug mehr oder kein Kreisling, oder? Nein, Kreisling haben wir sich ja ganz billig gekauft, also mit Weißwurzeln wegen dem Rand. Ja, wir machen sie so, also das macht eh schon die Dämme. Ja, ist ein Grunzen, hast du eh dort. Ja, ich meine, das kennt man von zurückgefahren. Nein, nein. Fährst du beim Hock auch mit den 4,5 Meter oder was das dann sind? 4,20 Meter, ja. Im Endeffekt hast du 2 Geräte, oder? Oder 3 in der Zwischenzeit? Ja, ich habe 3, aber irgendwie habe ich auch ein Lieblingsgerät. Mit dem fahre ich am Liebern. Weil da habe ich, das hat der Julian einmal eins gehabt, mit so Tobi-Stützrahl hinten und das gefällt mir am besten. Da hast du am Hang, ziehst du nicht ein hier von der Seite. Mit dem, da tue ich aufbauen und hocken, mit dem tue ich wirklich am Meer an, muss man ehrlich sagen. Mit einem breiteren Hockgerät ist dann, dass du ein eigenes Hockgerät nur hast? Oder wenn immer fällt, kannst du endlos, glaube ich, im Breiten gehen. Aber so ist es, schau dir, allein das, was da ist, das ist nicht viel Neigung oder das, aber es fährt trotzdem alle im Unteren tiefer. Dann schaust du eh schon, dass gegen, dass unten schon glockert ist, dass du zufährst. Aber es ist einfach physikalisch so, dass die etwas weiter unten das ist. Das ist nicht mehr ein breiter Stück oder werden. Erst einmal, du brauchst mehr Werkzeug. Das Hocker einstellen ist mir etwa 7 Dämme auch schon genug Arbeit. Und wenn du dann fährst, dann machst du eh 2,5 Hektar. Bei einem Schönfeld machst du 3 Hektar in der Stunde. Du brauchst eh schon ein wenig Flächen, dass du sagen wir, 25 Hektar am Tag hockst. Da schon. Das ist gerade ein super Breiten, finde ich. Spritzen brauchst du auch nicht auffüllen wieder. Nein. Ich glaube, das Hocker, wenn du eingestellt ist, bist du genauso schnell wie ein Spritzen. Ja, das meine ich auch. Das so, so ehrlich muss man sein, nur das Einstellen ist eh. Da scheißt auf das Wasser. Also ich, unter 5 Hektar mache ich keine Kultur mehr, weil, da, weil das Einstellen, das muss schon hinhauen, dass die Kultur dann rein ist. Und wenn ich sage, ich tue so lange einstellen, wie was ich dann für 5 Hektar hocke, das ist einfach für mich unmotivierend. Nur eine technische Frage, wie frei haben die Unterlenker? Ich bin Hocker immer ganz frei. Ganz frei. Aber wie gesagt, wenn ich sage, ich habe Spezialkulturen, dann mache ich. Ich habe eine Anfrage auch, dass ich wenn 2000 Quadratmeter mache, aber ich kann jetzt nicht 2000 Quadratmeter super machen und lasse 70 Hektar hinten. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen Flächenkulturen habe, dass ich sowieso nicht sein. Die, so wie die, also die Unterlenker, man macht ja die Dämme circa mehr vor. Ja. Und schon beim Sehen müssen die Unterleger frei sein. Weil wenn beim Sehen man sich verlenkt, dann legt man 2 Rühner zum Teil. Darum muss es alle frei sein, damit sie das wirklich die Rühren angleichen kann, die was im Boden drinnen ist. Wenn du dann am Hang dann neu hinsitzen musst, wie geht das dann gut? Also am Hang habe ich den Unterlenker beim Abbauen schon verstanden. Aber da habe ich eh nicht so das Problem. Das RTK, das kennt ihr, das, wenn du Schiff fährst, fährst du generell weiter oben. Aber beim Hocker habe ich die immer frei. Da schaue ich halt, dass ich von oben reinfahre, weil wenn ich von unten reinfahre, dann ist schon unten, dann zieht er sich nicht gerade bergauf. Dann zieht er sich gleich einmal rein. Aber wenn du dann seitlich hockst, dann rutscht der Hinterrahl, ist er schon weiter drüben als Vorderrahl. Da siehst du dann, dass das Hockerrad zieht sich trotzdem bergauf. Wenn du am Umlenker schaust, siehst du das ja, dass das dann eigentlich weiter oben rennt, wie wenn es eigentlich fahrbahn gesperrt war. Und durch das habe ich eigentlich den Unterlenker immer frei und ich habe noch nie, das hat noch nie angezogen, das muss ich auch sagen. Also das funktioniert schon gut. Ich weiß auch gar nicht, wie tief, ich mache das immer noch viel, aber es hat noch nie, aber nicht sehe, von dann fällt die Spur immer. Eher gefährlich bei sandigen Böden, bei ganz leichten Böden ist es gefährlich, dass sie die Rühen dann zu wenig steuert. Ja, jetzt hätte ich dort nur Gras da, das ist eh alles, das ist ja wieder anders, aber ich weiß nicht, ob wir das anschauen sollen oder ob wir das so anschauen sollen. Das heißt, ich glaube, 2 Jahre ist geplant.
Weil du merkst dann schon, die Rispe kommt dann schon, die sollte nicht drin sein. Flughafer, das musst du ausreißen. Wenn du zu viel zum Ausreißen, nicht brüchst du lieber an. Und du hast keinen Busch oder kein Bett? Ja, schau. Aber das ist halt gefährlich, wenn du Bio-Ränder misst, dann passiert mir einfach hin, was ich nachher dann wieder ausreißen muss. Das ist dann gefährlich, muss ich sagen. Jetzt schaue ich, dass ich im zweiten Jahr reinbringe, was groß schon super steht. Oder liegt es halt mit Kompost damit da, weil da wird eigentlich nichts mehr drin sein, was gefährlich ist. Aber selber habe ich andere. Aber Disteln habt ihr nie gehabt? Wir haben, da sind eh nur ein paar. Das war so ein Problemfeld, so ein super toniger Boden. Da, da hat man sich sehr ein bisschen. Das war, du hast mit Spritzen auch schon nicht mehr hingekriegt. Da hat beim Warzen noch fahren können, hat sich auch mitgeraten, aber die waren dann wieder genauso da. Und ich hab, muss auch sagen, ich habe eigentlich nie Wert gelegt, dass ich jetzt die Disteln bekämpfe, so, so explizit nur. Aber die werden von selber weniger, ich weiß eh nicht, wie das geht. Aber die mögen, glaube ich, einfach den Zustand nicht, wenn du über Luft reinbringst. Gibt es ja bei der Arena jetzt schon, ja? Genau dasselbe wie der Ampfer. Ne? Die zwei Pflanzen können sie selber umbringen, aber ja. Aber ich bekämpfe die Distel nicht wirklich, nur dass ich sage, ich will die Distel hinmachen, wegen derer fahre ich sicher nicht einmal zu viel. Die Distel brauchen sie nicht, brauchen sie nicht Gifte. Ja. Gibt's. Aber zu viel sollen sie halt auch nicht werden. Aber das hat man eigentlich, sie werden jedes Jahr weniger, obwohl ich nichts dagegen tue. Also das ist ziemlich entspannt. Wurzelangreiter, die mögen das generell nicht, kommt davor, auch Quecke ist kein Problem. Wie viel Mist bringst du aus auf deinem Betrieb? Oder wie viel GVE oder wie viel? Ich glaube, du hast ganz schön viel Flächen und so viel Mist kannst du gar nicht. Die bringen Mist aufs Gras, weil jedes Kilo, was da mehr ist, ist ein wenig Geld. Im Gegensatz zum Mais und so, von dort, wo du nichts kriegst, das Kilo. Aber ich habe 200 Kubikmeter Rindermist im Jahr für 75 Hektar. Also, ich tue meistens so 10 Hektar im Jahr damit. Weil, dass ich dann so viel Flächen abfahre, das will ich auch nicht, weil mit Mist da machst du auch ganz schöne Spuren. Jetzt habe ich das auf die 10 Hektar da, was genau was ist, fixiert. Warum bringst du das aus dem Mist? Im Sommer. Julian, was sagst du zum Mist ausbringen? Ja, im Sommer. August, September. August. Nach der, also wenn es Getreidebau ist. Hier war den Gras nach dem. Da habe ich es nach der Ernte im Ausgehört, weil da ist der Miststrahl erstens mal frei. Da ist noch keiner so weit. Und dann, wenn du es dann mulchst, dann bedeckst du es und mit dem Hocker, weil nach der Ernte du es aufreißen, dass du im Sommer nicht so viel Wasser verdammst. Dann arbeitest du es ein bisschen ein. Also, das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Hast du selber? Die Viecher hast du selber, ja? Nein. Den kauf ich mir. Mist. Ja, da habe ich. Da kriegt er einen Silomais, ich krieg einen Mist. Schau mal, oder? Wir kriegen da Soja gerne. Großer Mann, Alter. Schau mal, so Soja, weil Soja sind, haben viele Leute anpacken. Wollt ihr du? Das war noch nie ein Gras. Achso. Da ist jetzt ein Gras. Aber. Ja, da ist schon drin. Ja, da habe ich im Mond relativ dünn angebaut, weil da ist eine Wiesenrispe herin, die was 6 Wochen Keimdauer hat. Und das hat gestern das erste Mal 5 Liter draufgekriegt, dass das Jahr genug Licht kriegt, weil die Wiesenrispe ist noch wichtiger wie der Mond. Und die habe ich vor 10 Tagen eingebaut und da ist halt jetzt Ruhe. Da kann ich nicht mehr wirklich was. Das, was da steht, ist eh nicht so gefährlich, aber
Hocker ist da schwierig, weil die Wiesenristen habe ich auf einen halben Zentimeter abgebaut. Und die will ich nicht verschütten, wenn ich da hocke. Wo liegt der? Aus die links und rechts. Oder? Sieht man? Man sieht es da. Man sieht den, wo Scheiben schon gerannt ist. Da, oder? Ich meine, es hat jetzt ein bisschen verfahren. Am Mond ist auch drin, nur Rispen. Da ist nur Wiesenrispen. Nur Rispen. Aber die kann. Ja, ist das? Wiesenrispen? Nein, nein, ist eine Riese. Diese Riese. Aber die kann sicher noch nicht da sein, weil da hat es gestern. Zuerst einmal drauf. Die kann gar nicht. Oder? Nein, hier kann. Die kann nicht gekämpft sein. Und dort magst du nichts mehr, das ist erledigt für heute. Ja, da fahre ich nur mit Grindel und ganz vorsichtig, aber da, das, was jetzt steht, das bringe ich nicht mehr weg. Also. Rainer, mir fällt die Kletten auf. Hast du da, was hast du vorher gesagt? Ja, Silomais. Ach so. Interessant, dass er da gelesen hat. Wie war der Silomais? Ja, wie gesagt, ich habe letztes Jahr das ganze Bauernhaus angebaut, da irgendwas leidet. Entweder leidet die Baustelle, was ich noch einmal in 30 Jahren habe, oder es leidet ein Jahr die Feldfrucht. Da habe ich mich entscheiden müssen. Der Mais hat auch noch passt. Da waren 40 Tonnen am Hektar, das passt eh noch. Es war eh nicht schlecht, aber es war halt, man hat sich auch wieder verleiten lassen, dass ich mir Brühe anbaue. Im Mais, und das ist immer gefährlich. Sehr gefährlich. Gut, dann war es im Herbst relativ nass. Was hast du dann gemacht? Im Herbst bin ich, wie gesagt, einmal so quer gefahren mit, hab keinen 1er Dämme gezogen mit den Breitschwaben, mit den Flügeln und mit dem Pfeifekörper, hab Rübsen reingestrahlt und das waren eigentlich hauptsächlich Rübsen, glaube ich. Wie viel? 15 Kilo am Hektar. Und durch das, dass heuer so lange nicht gegangen ist, haben die trotzdem schon, die haben schon bliert, wie ich es dann anbrochen habe. Mhm. Und da war es noch nicht zu spät, sage ich, mit Anbrechen von der Feuchtigkeit her. Das war dann eine Flächenrotte. Und umbrechen tust du das dann schon in Anbaurichtung? Nein, so war das ungefähr. Also umbrechen in der gleichen Richtung, dass du es anbauen musst, die Dämme gespalten oder? Das war das schon. Die Rübsen bin ich genauso nachgefahren, wie die Dämme waren. Ja. Aber schon nach dem Dreschen. Nein. Gut. Und dann also habe ich gleich die Dämme gezogen, wie sie jetzt sind, weil dann fährst du gleich einmal versetzt und dann hast du eigentlich die Ruhe. Also nicht warten ein bisschen? Nein, mit dem Warten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Weil wenn du dann gleich drüber fährst, dann fallen die Brocken noch relativ gut. Dann wenn du die ausdrücken lässt und dann regnet es wieder ewig nicht. Weil bei uns regnet es entweder einen Monat oder es regnet einen Monat nicht, so wie es jetzt da ist. Da fahre ich dann gleich einen Tag später, circa 60er Dämme. Und. Ja. Das war irgendwo Ende April, oder? 60er Dämme. Ja, das war Ende April. Weil Ende März habe ich die ganzen Winterungen gehackt, glaube ich, und Ende April habe ich dann die Krönung anbrochen. Und dann habe ich mich wieder verleiten lassen, dass ich am 4. Mai anbaue, weil man. Ich meine, das habe ich wegen einem Gras gemacht, weil alles, was im Herbst dann im Oktober trischt, da hat das Gras keine Entwicklungszeit mehr. Dann kann es sein, dass du ein Jahr keine Ernte hast. Den anderen Soja, der ist halt schöner, wenn er. Jetzt einmal, wenn er dichter steht, hast du das nicht, weil es stehen eigentlich nur in die Luke und das Zeug. Bei einem anderen Soja habe ich 150 Kilo abgebaut und da glaube ich waren es 120. Und das Interessante ist, da habe ich Originalsocker genommen und bei den anderen Feldern habe ich mir gedacht, da geht es eh nicht um so viel, da nehme ich meinen eigenen Nachbar, den was ich seit 2017 Nachbar. Den baue ich seit 2017 am Dammer und im ersten Jahr haben wir den Fehler gemacht, wir haben ihn auf 20 cm versenkt, weil da waren wir noch sehr unerfahren und das hat geheißen doppelt so tief und wir haben halt drei oder viermal so tief. Und durch das haben wir, glaube ich, die triebstarken Pflanzen wirklich ausgezüchtet. Der Soja ist immer der schönste. Du hast der einen Anbau von den. Der wächst. Also der keimt, der hat jetzt sogar keimt und ist da, obwohl er eigentlich fast im Trockenen ist. Die sind so, da kann man schon ein bisschen eine Züchtung machen. Und beim Originalsockel hast du meistens, es geht schlechter auf. Wie wenn ich das selber trische, für mich selber trische, ist mit 15 Feuchtigkeit, da ist noch nie was schlecht, dann habe die beste Keimfähigkeit, weil ich lasse ein paar Tages untersuchen. Da hast du eigentlich, muss ich sagen, habe ich so wenig. Was du für Sorten da? Das ist Abaca. 5 cm. Mir ist der ganze so der Fall. Ich bin nicht so hier gebaut. Aber es war so kalt und so nass. Feuchtigkeit müssen. Dreifach Nuller. Da muss ich auch sagen, da steht für Hause wegen mir, weil da ist ja der Weg, ist ja da nach Maria Loh gegangen, den haben wir erst einmal einbaggert. Also, weil einmal gesagt hat, der Weg unter Deutz fällt nicht, es ist auch fällt worden, trotz unter Trennung für einen Weg. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn die Dame sagt, dann machen wir ein Feld draus. Dann habe ich zwei Vorgewände weniger.
Ja, jetzt gehört das bei uns unten, weil mit dem Atmen ist eh kein Thema mehr, wenn man da. Und es geht schon wieder ein wenig schneller. Und ja, da oben ist ganz eine schiere Stelle, die kann man sich auch noch anschauen. Weil da steckt glaube ich der Mond auch. Wenn es mich nicht interessiert. Ich sag, da hocke ich noch mal wahrscheinlich mit 5 km/h oder was und wirklich. Da schaue ich, dass ich noch irgendwas wegkriege, aber der wird halt nicht ganz rein. Hock den Ding ein wenig zu, Deckenlapp gerade her, schneidet er auch gleich schön. Ja, aber das ist alles nicht gefährlich, weil da steht jetzt da nicht. Das war ja sicher ein Gras. Da kann das, wenn der Mundstein ausfällt, die kann dann im Gras keimen und dann frisches Gras, hockst du weg. Aber hier hat man nicht die Stickstoffdynamik. Glätten, es braucht alles einen Haufen Stickstoff. Wenn kein Stickstoff da ist. Frag mich einfach, wo die kommt. Das habe ich die letzten Jahre nie gehabt, der Glätten im Sommer. Ja. Schauen wir uns einmal die Frage. Mit welcher Einstellung würde man da hocken, wenn jetzt kein Gras nicht wäre? Weil es ja doch relativ grob ist. Da würde ich mit Paddel fahren. Und schau so zu. Nein, die darf ich von unten fahren, dass ich es aufhebe. Dann zieht es das eigentlich, ja, wie du sagst, wie ein Sog, zieht es dann weg und ist eigentlich weg, die sagen gerade. Soja ist es, das geht, Soja ist eigentlich wirklich mit dem Damm leicht zum Reinhalten, wenn du kein Gras hast. Das hat mich, ich habe nur zwei andere Sojafelder, die sind komplett rein. Aber ja. Jetzt haben wir einen weißen Gänsefuß kaputt. Du hast den eh da. Ja, aber wir sind nicht gefährlich. Die ist sicher gescheite Baum, weil so viel Licht ist. Die kleinen. Die Paddel, die lasse ich auch relativ. Das sollte da irgendwo aufhören. Das ist. So ich kann dir da keine Anleitung geben. So hersteigen. Ja. Ja, oder du drehst es nach vorne. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das geht auch ganz gut jetzt. Der Damm ist rein. Die Paddel nach vorne drehst, dann schiebst du die Erden in die Reihe rein und die Knollen rennen oben drüber. Schau mal da auf. Du kommst mit der Ding schön jetzt an. Der Boden eigentlich richtig schlecht und grauslich ist. Okay. Das ist besser. Und da steht auch. Wenn man dann so einen Hans fahren, sieht man, wenn man so ja nach der Kälte abbaut, dann wird das gleich irgendwas stehen. Hans. Oder hin? Ah ja, da. Den habe ich Anfang Mai gebaut, ja. Ja, da muss ich Mitte Mai weiß ich auch mal hart und dann was 3 Wochen so ist. Ja.
Beim Hockerlot ist schon drauf. So, du hast vier Reifen. Ja. Es wird schon ein wenig was stehen wahrscheinlich beim Risch. Unglaublich. Aber das muss man als Gras von mir verkraften können. Außer man baut es noch ein Vorrat, dann hast du aber einen schlechten Tag. Ja, und im Sommer ein Gras anlegen ist halt sehr schwierig. Zumindest in den letzten Jahren. Ja. Und ein Nullerjahr haben wir es auch schlecht, weil das geht sich dann mit dem Gras trotzdem nicht aus. Das zwei Jahre finanzieren kannst du damit. Also, für mich ist das die bessere Variante. Mit Regelvitalik. Ich habe fast keine Müll mehr hier. Nein, den Hocker lasse ich aber nieder. Das ist ganz einfach. Weil da ist auch, da oben geht es wieder runter und da geht es wieder auf. Wieder fast sonst. Achso. Aber ich muss sagen, ich habe die Anfangsjahre halt mit dem Stützrad vorn gehackt und heuer habe ich es wieder mit hinten probiert. Und das ist viel eine bessere Führung, wenn Stützrad hinten ist. Ich habe zuerst immer vorn gehabt, dass ich die Spuren nicht habe, aber da schwappt es eh nicht auf. Und die Führung ist ganz besser, weil wenn du das vorn hast, das war oft irgendwo, das ist ja nicht so richtig eben, macht irgendwo einen Mugel, dann ist da gleich wieder mal gar nicht gehackt einmal. Genau. Und wenn du das hinten hast, du kannst die Tiefen so exakt einstellen. Hochhandwerte, Halbwerte, kannst du über 120? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, wie H-Wert, der ist ziemlich neutral. Aber Kalk ist sicher genug da. Ich hab vorhin, da habe ich letztes Jahr Kalk, weil ich einen Raps erfahren wollte. Und ja, ich hab mir gedacht, dass der Dampfer macht das auch nicht so, wenn du Kalk. Ja. Und wenn ich einen Klee oder so anbaue, dann tue ich auch Kalk. Das habe ich schon gesehen beim Klee, da kommt der Dampfer dann trotzdem. Das passt gut zusammen. Ja. Ich nehme Kohlensäure. Muss man schon froh sein, wenn man den kriegt. Im Lagerhaus zumindest. Weil ich, wenn ich mir da 50 Big Bags heimtue, das freut mich auch nicht. Ich habe lieber einen Lose im Silo. Weil du füllst das ganze Haus an mit Kalk. Der Stellplatz kostet ja auch was, haben wir ehrlich gerechnet. Ja. Und dann füllst du auch von Big Bags ein, einen Strahler. Weil wenn du da 2 Tonnen Straße am Hektar von Kohlensäure Kalk, das sind schon etler Big Bags. So liegt es ja mit 20 Hektar gestreut. Kommt der Klee auch zum Drusch? Nein. Das ist die Sonde. Ja, da möchte ich jetzt einmal eine Luzerne anbauen. Das ist einmal. Ob ich eine Verwendung habe, weiß ich nicht, sonst mulch ich es halt. Ja, weil wenn du sagst Drusch, und der Drusch auf die Dämme, ist kein Problem, dann das der haben Eischnitt. Wir. Der Hans hat schon einen Rückläufer mehr auf 45er Damm. Das ist auch gegangen. Das geht eigentlich ganz gut, weil du kannst ja die Anheber beim Drescher so stecken, dass die nicht am Damm rennen. Ja, zum Dreschen, sondern du machst die auch. Nein, den Klee haben wir nicht angemacht. Nicht lange. Nein, nicht. Wie tust du denn? Der Klee muss da mal. Wir haben ein Jahr haben wir ihn angemacht und ein Jahr war es so Drucker, da ist aus dem Stand gegangen. Das war aber besser bis oben. Weil beim Oman, da machst du wieder so viel, da zerstörst du so viel Narben, dass du ihn dann sicher anbrechen kannst, den Klee. Gut, schauen wir weiter, sonst wird es finster. Was gucken wir uns dann als nächstes an? Vielleicht für die nicht so richtig verstanden haben, dass der Säurestand extra dünn gesetzt wurde, weil ein Untersatz, das Radintersatz, wenn man will, dann diese Grasvermehrung. Ne? Die wichtige Kultur ist da nicht das Soja, sondern das Gras. Das Gras. Das soll nächstes Jahr stehen. Ob der Soja jetzt, ob ich den häckselt, aber der kommt sicher zur Ernte, weil so schlimm ist es nicht. Ja, die bildet mehr Schotten, also die ja. Den locker steht. Das wird eh zu, das ist die Dämme nicht mehr. Das habe ich die letzten Jahre auch gehabt, wo ich eine Grasvermehrung dran gehabt habe. Ja. Aber wo ich da beim Soja 2 oder 3 Tonnen habe, ist beim Soja ja, sind 700 Euro. Aber was super steht, das macht mehr als 700 Euro. Genau.
Okay, dann. Und alles, was da steht, ist beim Gras nicht gefährlich. Hirse ist nicht gefährlich. Die Glätten, die ist dann ewig, weil die kommt dann nicht mit, wenn das Gras jetzt dann schon wächst. Genau. Der Gänsefuß ist nicht gefährlich. Ja. Das ist alles. So, dann fahren wir zu den anderen Betrieben. Aber vier oder egal? Da ist ein Schloss. Ja, vier. Ja, nein. Fahren wir zum Feuerwehrdepot.